Ja, was ein Paukenschlag heute auf Schalke. Kurz vorm Mannschaftstraining um 15 Uhr ist Rufen Schröder von der Geschäftsstelle rüber in das Trainingszentrum gegangen und hat den Spielern mitgeteilt, dass er so mit sofortiger Wirkung sein Amt niederlegt. Also Sportdirektor Rufen Schröder gehört auf Schalke der Vergangenheit an und er nennt ausschließlich persönliche Gründe, was nicht heißt private Gründe, also persönliche Gründe. Woran es jetzt genau gelegen hat, warum er keine Kraft, keine Energie mehr hatte, warum er das nicht weitermachen wollte, das werden wir sicherlich in den nächsten Tagen vielleicht Stück für Stück erfahren, vielleicht aber auch nie erfahren. Nichtsdestotrotz, auf Schalke ja, ist man teilweise geschockt, teilweise nimmt man es aber so hin. Wir haben mal bei den Fans nachgefragt. Ja, da ist man im ersten Moment natürlich sprachlos. Ne? Man kommt hierher, guckt sich das Training an und kriegt 5 Minuten vorher so eine Nachricht aufs Handy oder von Kollegen. Da bin ich echt sprachlos. Also ich finde es schade, weil ich find, er war auch sehr daran beteiligt, dass wir aufgestiegen sind. Aber es ist halt jetzt so, wie es ist. Ja, erstmal ein Schock natürlich. Aber ja, man ist ja irgendwie gewohnt. Das ist typisch Schalke? Ja, natürlich, das ist typisch Schalke. Aber es geht halt ja auch weiter. Sieht man ja, es ist ja genug da hier heute. Wird immer weitergehen. Auch meine Meinung ist, es ist erstmal schade, dass er weg ist. Und da muss sich Gerald bestimmt um deinen Sportdirektor kümmern. Ne? Ja. Da ist die Frage, wen nimmt man da? So viele sind da nicht auf dem Markt oder muss einer, der Schalke weiterhilft? Ja. Also wenn jetzt wieder so ein Heidel kommt oder ist nicht was, die können sie gleich da lassen. Den brauchen wir nicht. Wir sind eh schon auf dem letzten Platz. Was wird werden? Ja, ist schade für den Verein, weil Rufen Schröder doch viel geleistet hat für den Verein. Aber ich denke mal, wenn er sagt, das sind persönliche Gründe, dass da vom Sportvorstand Peter Knebel und Rufen Schröder da Diskrepanzen bestanden. Und ich denke mal, das ist jetzt zum Höhepunkt gekommen und deswegen hat Rufen Schröder hingeschmissen. Ja. Das ist meine Vermutung und ich denke mal, da liege ich bestimmt nicht falsch. Eigentlich haben wir uns jetzt fokussiert, erstmal einen Trainer zu finden. Jetzt stehen wir, das Schiff scheint zu sinken. Ich hoffe es nicht, aber Dann würde ja das Sprichwort passen, ne? Ja, es würde passen, ja. Ich hoffe, dass sie irgendwie die Kurve kriegen, dass sie sich alle zusammenreißen. Und dann müssen sie hier alle an einen Strang ziehen, weil anders kriegen wir das nicht gewuppt hier. Der wird einen Grund haben, warum er geht und dann ist es so. Auf jeden Fall. Deswegen muss schon richtig was vorgefahren sein. Sonst hätte er diesen Schritt, weil er ja auch immer mit Herzblut dabei war, bestimmt nicht so gemacht. Also muss schon richtig was vorgefahren sein.